Hallo, meine Lieben, hier ist die Toni heute zum zweiten Mal für euch. Nach unserer wunderschönen Legung von heute Nachmittag kommt jetzt hier noch ein Gute-Nacht-Video und wir schauen mal rein, was wir hier erfahren dürfen. Ja, ich habe mich hier entschieden, wir haben hier noch Fokus, ne? Wisse, was du willst und manifestiere und glaube an dich, glaube einfach an dich, ne? So, es waren ganz starke Energien heute in der Legung, muss ich ganz ehrlich sagen. Da sind ja die Pferde mit Frau Toni durchgegangen heute, ne? Aber es gibt manchmal Dinge, die muss man einfach ansprechen, ne? Und, ups, wir sind Licht, wir sind Liebe, ne? Es ist so. Und wenn da ein Schatten kommt, dann soll er kommen, ne? Es wird immer die Liebe und das Licht siegen. Immer. So, meine lieben Schätzeleins, wir schauen jetzt hier rein, ne? Ich möchte euch gerne hier einen Gute-Nacht-Gruß senden und wir beginnen da natürlich mit den Gedanken des Gegenübers. Ja, was gibt es hier zu sagen? Und ich werde hier abklären mit den wunderschönen der kleine Prinz-Karten. Die sind so schön. Es ist romantisch und ich bin gespannt, was ich hier heute zeigen möchte für uns. Ne? Und natürlich, ne? Freue ich mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt und ich freue mich auch riesig, dass ihr mich unterstützt. Ja, auf allen Wegen, die euch möglich sind und ja, ich bin unheimlich dankbar dafür. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ja, ich freue mich und ich hoffe, dass ich jetzt hier eine wunderschöne Botschaft bekomme für meine lieben Gefährten da draußen. Denn ihr wisst, ne, wir sind alle miteinander verbunden. Und unsere Energien sind jetzt auch miteinander verbunden. Das heißt, Frau Toni und die Zuschauer, wir haben jetzt hier ein Band und wir schauen jetzt hier rein. Was dürfen wir wissen? Oh mein Gott. Oh my goodness. Ihr Lieben, es ist eine Energie, die wirklich sehr passend ist zu unserer Legung von heute Nachmittag. Ja? Ich fühle mich so schlecht, weil ich dich angelogen habe. Ich glaube, dass dir hier jemand niemals seine wahren Gefühle gezeigt hat. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Ich sehe es vor mir, ich fühle es. Und ich kann dir auch sagen, warum. Ich habe hier die letzte Karte gesehen und mir war alles klar. Wir beginnen aber natürlich hier. Ne? Es war wie ein Blitzeinschlag, als ich dich sah. Ich wünschte, es wäre einfacher zwischen uns. Da bleibt mir gerade das Herz ein bisschen stehen. Das ist genau auch so eine Energie. Ne? Man sieht sich und denkt, what's that? Na, das geht durch und durch, dieses Gefühl. Ne? Und es ist nicht zu vergleichen mit irgendwelchen anderen Gefühlen. Es ist wirklich ein einzigartiges Gefühl. Es ist wirklich, als ob ein Blitzschlag durch einen fährt. Ne? Und das, die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, ist erstmal schon sehr gering und dass es zweimal passiert auch. Also das heißt, das ist hier wirklich etwas sehr Außergewöhnliches zwischen euch. Ne? Ich werde mich bald bei dir melden, mein Schatz. Nachrichtenwahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch. Ja? Hier ist wirklich da, ich glaube, dass du gar nicht, man hat es dir nicht, nein, man hat es dir nicht gesagt. Man hat es dir nicht gesagt, was hier zwischen euch vorgeht. Und es kann sein, und es kommt mir so rein, dass du lange, lange hier gewartet hast, vielleicht auch ganz oft nachgefragt hast. Ich höre dich gerade, wie du sagst, aber fühlst du das nicht? Fühlst du das auch? Ja? Oder was meinst du, was ist das hier zwischen uns? Solche Fragen von dir in seine Richtung oder überhaupt generell eine Aktion von dir und eine Reaktion darauf zu erhalten, das ist hier nicht geschehen. Es kann sein, dass du gefragt hast, fühlst du das Gleiche wie ich und er oder sie, ja, das Gegenüber dann gesagt hat, also ich habe gerade Hunger und du, ne, so in der Art, ja. Aber hier hat doch jemand nicht gesagt, was wirklich hier am Start ist zwischen euch beiden, ne. Bin mir ganz sicher, weiß warum, Achtung. Ich ghoste dich, weil ich nicht weiß, wie ich dir erklären soll,
dass ich nicht bereit bin für diese Verbindung. Hier ist jemand nicht bereit. Jemand weiß nicht, wie er dir hier etwas mitteilen soll. Ja, dass ich nicht bereit bin für diese Art Verbindung. Hier weiß jemand nicht, was man damit anfangen soll. Und jetzt pass auf. Mir kommt es hier, mir fällt es wie Schuppen. Frau Toni fällt es wie Schuppen von den Augen. Ja. Ich fühle mich schlecht, weil ich dich angelogen habe. Ja, es war wie ein Blitzschlag, als ich dich sah. Das ist etwas, was du nicht weißt. Das hat man dir nicht gesagt. Ja. Ich werde mich bald bei dir melden. Das heißt, hier hat sich jemand eine Zeit lang nicht gemeldet. Jemand hat hier etwas nicht gesagt oder vielleicht sogar wirklich eine Notlüge oder eine richtige Lüge, wie auch immer, hier rausgehauen. Ich sag's mal so, ne? Und jetzt meldet man sich nicht, weil man nicht weiß, wie man dir sagen soll, dass man für so eine Art von Verbindung noch nicht bereit ist. Hier weiß jemand nicht, wie er mit den Gefühlen umgehen soll. Jemand hat keine Lösung dafür, wie das mit euch weitergehen kann. Und das ist wieder so ein Thema, das kann viele, viele Gründe haben, ja. Wie kann man diese Verbindung hier leben, die ihr hier beiden habt? Hier weiß jemand nicht wie. Und das kann viele Gründe haben. Und dazu wollte ich auch noch mal was sagen. Ich hatte letztens auch wieder, also da gehe ich jetzt einfach mal drauf ein, ne? Jemand hat geschrieben, nein, wenn jemand lügt, Lügen darf man nicht sagen. Kennt ihr den? Nein, Lügen darf man nicht sagen. Jeder Mensch lügt. Jeder Mensch lügt. So, lass es dir runtergehen, ne? Wie Öl. Und damit meine ich auch eine Notlüge. Und das stand da nämlich in diesem Kommentar. Auch eine Notlüge ist eine böse Lüge. Na Mensch, eine Notlüge ist, du triffst deine beste Freundin, ja? Die war beim Friseur. Ihr freut euch beide und ihr wollt jetzt ein Prosecco schlürfen zusammen. Also ein Prosecco nehmen. Und sie ist total happy mit ihren Haaren und du siehst, die ist total happy, ne? Die fühlt sich so wunderschön und du denkst, oh mein Gott, bisschen zu kurz oder oh nein, jetzt hat die eine Dauerwelle. Und sie fragt dich, wie findest du das? Dann sagst du, naja, du siehst toll aus, gefällt es dir, gefällt, bin ich auch glücklich? Oder du sagst, ja, ist ganz niedlich oder so ein Satz wie, es ist ein bisschen peppig, das macht dich jünger. Aber eigentlich denkst du, oh mein Gott, was sind denn das für kleine Locken, ja? Aber du sagst es nicht, weil du ihr nicht wehtun willst, weil du diesen Menschen liebst, Mann. Das ist deine beste Freundin. Checkst du? Das meine ich damit, ja. Es ist einfach so, ne? Dann, du umschreibst das Ganze. Du umschreibst das ganze Ding, weil du natürlich ihr nicht sagst, was dir im ersten Moment kommt. Und stell dir mal vor, du würdest jedem sagen, was du denkst. Sofort, was du denkst. Also würde ja keiner mehr miteinander reden, ja. Ja, und hier ghostet jemand, weil er nicht weiß, wie er dir erklären soll, dass er nicht bereit ist für diese Verbindung. Was ist denn diese Verbindung? Ist dieser Mensch vielleicht nicht bereit, dir hier zu sagen, du, ich bin nicht bereit, zu dir zu kommen. Vielleicht seid ihr ganz weit voneinander entfernt. Was mir hier noch ganz klar reinkommt, es kann sein, dass wir hier jemanden haben. Ja, weil für mich ist das hier so eine Energie, aber wir werden es gleich noch sehen, der vielleicht so ein bisschen sehr frei gerne lebt. Jemand, der gerne vielleicht, es muss nicht sein, nagelt mich jetzt nicht drauf fest, es sind nur Beispiele. Ne? Es kann sein, dass es jemand ist, der gerne feiern geht. Ja, das kann sein. Es kann sein, dass das jemand ist, der aufrichtig lieben kann, aber vielleicht auch gerne mal, also ganz offene Beziehung führen möchte. Und du bist vielleicht genau das Gegenteil. Vielleicht bist du jemand, der absolut nur mit einem Menschen zusammenziehen, Haus bauen, Kinder kriegen. Wir gehen nicht mehr auf Partys. Das sind nur Beispiele. Ja? Und hier sagt dir jemand, dass jemand nicht bereit ist, eine Beziehung, eine Verbindung zu haben, die so funktioniert, wie es deinen Vorstellungen entspricht. Hier hat jemand eine andere Vorstellung von einer Verbindung, ja, von eurer Verbindung und weiß nicht, wie er es dir sagen soll. Das kann alles Mögliche sein, ja. Vielleicht hast du hier dazu einmal etwas gesagt, zum Beispiel, es kommt für mich nicht in Frage, dass du jedes Jahr mit deinen Kumpels oder mit deinen Freundinnen nach Mallorca fährst für eine Woche. Kommt für mich nicht in Frage, nein, das, dann, nein. Und dann traut man sich dir hier
Und auch das ist ein Beispiel, dir nicht zu sagen, aber ich mache das trotzdem, ich brauche das, das ist mir wichtig, na? Weil man Angst hat vor Theater zum Beispiel. Hier ist jemand nicht bereit, diese Verbindung so zu leben, wie es deinen Vorstellungen entspricht. Es kann auch sein, dass jemand nicht bereit ist, hier jetzt zu heiraten und Kinder zu kriegen, Haus zu kaufen, sesshaft zu werden. Vielleicht möchte dieser Mensch noch reisen, unterwegs sein, viele Menschen kennenlernen. Ich habe das Gefühl, ihr tickt hier vielleicht anders, weil es wird einen Grund dafür geben, dass sich hier jemand nicht getraut hat, dir zu sagen, wie er wirklich ist, weil er das Gefühl hat, dass du ja vielleicht ganz anders denkst, ganz anders fühlst oder etwas ganz anders brauchst. Und dieser Mensch hat das Gefühl, so wie du das von mir brauchst, kann ich es dir nicht geben und ich weiß nicht, wie es dir sagen soll und darum ghoste ich dich im Moment. Jetzt habe ich's. So, und jetzt schauen wir hier noch mit dem kleinen Prinzen rein. Also hier ist ja noch nicht Hopfen und Malz verloren, ne? Ja, manchmal braucht es einfach eine Zeit, ne? Und selbst wenn ihr irgendwann zusammen seid, kann immer mal wieder irgendetwas geschehen. Was? Und das wird so sein, ja? Verbindungen mit Menschen werden immer wieder auf die Probe gestellt, werden immer wieder dazu aufgefordert, diese Verbindungen zu überdenken, etwas anzupassen, da am Rädchen zu schrauben, da zu schauen, dass man jemandem vielleicht etwas mehr Freiheit zugesteht. Ne? Es gibt da ganz verschiedenste Dinge. Ne? Dann schauen wir mal, was dürfen wir denn hier noch wissen? Die Sechs der Kelche. Love is in the air. Liebe, Liebe, Liebe. Die drei der Schwerter und das Rad des Schicksals. Und unterm Deck die Königin der Schwerter. Hier hat jemand Angst, dir die Wahrheit zu sagen. Ja, gut, das steht ja hier auch schon, ne? Hier. Ich grüße dich, weil ich nicht weiß, wie ich dir etwas sagen soll, weil du die Königin der Schwerter bist, weil du ganz klar in dem bist, was du sagst, weil du hier ganz klar gemacht hast, wo deine Grenze ist, was du tolerierst, was du akzeptierst und was nicht, ne? Und offensichtlich gibt es hier ein Thema, mindestens eins, ne, wo ihr beiden verschiedener Meinung seid und wo ihr nicht zusammenkommt, einfach so, wenn es hier um die Liebe geht, ne? Jetzt haben wir hier die Sechs der Kelche. Ja, es war wie ein Blitzschlag, als ich dich zum ersten Mal sah. Ja, das heißt, hier daran denkt man und zwar ziemlich oft. Und wir haben ja auch hier, dass wir Bilder anschauen. Es könnt ihr beide sein, ne? Aber wir schauen natürlich hier auf das Gegenüber und ja, also hier kommt einem das immer wieder hoch, wie es war, als man dich zuerst gesehen hat. Das ist ein Gefühl, das kann man nicht einfach loslassen. Das ist ständig da, es schwirrt. Also 27,4, 24,7 spürst du hier in dem Kopf von jemandem rum mit den Sechs der Kelchen. Das ist, Mann, das ist wirklich sich erinnern daran, wie schön es war, als man dich gesehen hat, wie schön es war, deine Stimme zu hören. Auch wie schön es war, vielleicht, wenn ihr was zusammen unternommen habt, ja. Viele von euch waren vielleicht auch mal in einer Verbindung bereits. Auch daran denkt man ja und man fühlt es halt auch. Ne? Es ist nicht nur ein Denken, sondern wir haben hier Kelche, das sind Gefühle. Das heißt, man fühlt hier auch, ja, ganz, ganz tief. Man wünscht sich hier, es wäre einfacher zwischen euch. Auch hier der Hinweis. Also die Karten, die hängen hier wirklich alle miteinander zusammen. Also irgendwie habt ihr eine unterschiedliche Vorstellung von eurer Verbindung zueinander. Aber die Gefühle sind da auf beiden Seiten. Aber irgendwie passt ihr hier gerade oder passen eure Ansichten über eine Verbindung nicht zusammen, ja? Ich werde mich bald bei dir melden, mein Schatz. Hier weiß man, dass dir etwas wehtut. Ja, wir haben die drei der Schwerter und das bist du. Hier weiß man, dass du dir vielleicht ganz stark eine Rübe machst, einen Kopf machst, ja. Wo ist er? Wo ist sie? Warum meldet man sich hier nicht? Ja, hier ist man im Kummer. Das Gegenüber weiß, dass es hier bei dir für Kummer sorgt, ne? Dass man hier einfach gerade nicht da ist. Das weiß man. Und man sagt hier, ich werde mich bald bei dir melden. Also ich nehme hier wahr, dass hier wirklich jemand nach einer Lösung sucht. Jemand sucht hier eine Lösung, ja. Ja,
Ich ghoste dich, weil ich nicht weiß, wie ich dir erklären soll, dass ich für diese Verbindung nicht bereit bin. Er ist hier noch nicht bereit. Sie oder er, dein Gegenüber, ist momentan nicht bereit für diese Verbindung, für eure Verbindung. Es geht im Moment nicht. Und darauf legt sich das Rad des Schicksals. Und da kann ich dazu nur sagen, hier wird es eine wunderbare Wende geben. Eine Überraschung, eine glückliche Fügung wird sich hier tun. Das kommt von außen. Gegenüber diesem Wandel seid ihr beiden machtlos. Denn mit dem Rad des Schicksals ist angezeigt, dass hier ein Wandel stattfindet in einer schicksalhaften Verbindung. Es wird ein Wandel sein, ein glücklicher Wandel sein. Es wird hier ein ganz neuer Kreislauf beginnen in dieser Verbindung. Ja, und das wird von oben gesteuert. Da könnt ihr beide gar nichts dazu, ne? Das heißt auch hier, man kommt zurück. Haben wir hier diese Energie und auch hier haben wir die Energie eines Zurückkehrens. Vergangener Schmerz kommt mir hier rein, wird hier gewandelt, ja, wirklich gewandelt. Also hier kommt was sehr, sehr Schönes auf euch beiden zu. Vielleicht rechnet ihr da gar nicht mehr mit, ja. Ich nehme dich hier auch als sehr distanziert wahr und wahrscheinlich auch aufgrund des Schmerzes, ja. Und des Wissens, es kann auch sein, dass du etwas gesehen, gehört oder gelesen hast, was dich hier ja dazu gebracht hat, dich zu distanzieren von diesen Menschen. Ja, vielleicht hast du etwas gelesen auch, wo du sagst, ne, also das kommt mir gar nicht in die Tüte. Ne? Was ist das denn für ein Benehmen? Oder so würde ich mit der Situation nicht umgehen, wir passen nicht zusammen. Beispiele wären ein Veganer und ein Fleischfanatiker zum Beispiel. Und das sind wirklich Beispiele, Leute, ne? Hangelt mich nicht drauf fest. Aber hier haben wir wirklich, du hast ja etwas erfahren oder gelesen oder gehört, was dir die Ohren hat schlackern lassen und wo du denkst, nee, also das ist ja jetzt wirklich, nee, das kann ich hier nicht, das geht nicht, ne? Und hier überlegt jemand weiß, dass das hier nicht funktioniert, so wie er oder sie lebt, ja? Das weiß man. Und hier sucht man nach einer Lösung, ja. Man sucht hier nach einer Lösung für euer Problem. Und wir bleiben hier in der Energie von heute Nachmittag, ja, Fokus. Wisse, was du willst. Was wollt ihr? Wollt ihr diese Verbindung? Wenn ja, dann bitte glaubt an euch, an diese Verbindung und manifestiert das, ja. Wenn hier Liebe ist und das sieht hier ganz stark nach Liebe aus, dann gibt es immer irgendeinen Weg, ja. Auch vielleicht damit umzugehen, dass hier einer von euch beiden, also ihr seid sehr unterschiedlich, ja? Wir haben hier vielleicht auch einen Stubenhocker und eine Partymaus, man weiß es nicht, ne? Aber es gibt eine Lösung, die ihr finden könnt, weil ihr hier wirklich, also ich meine, die 6 der Kelche und es war wie ein Blitzschlag, als ich dich sah, ne? Wunderschön, tolle Energie, ein schöner Betthupfel und es ist auch ein bisschen spannend. Ich würde ja schon gerne wissen, aber eben, das bringt jetzt hier nicht viel, weil es wird bei jedem von euch irgendetwas anderes sein, ne? Was hier so zwischen euch liegt. Wichtig ist hier einfach zu wissen, das Schicksal, ja, ist hier daran, am Rad für euch zu drehen, ja. Und wenn ihr hier gerade unten seid, dann gehen wir jetzt nach oben. Hier gibt es einen großen Wandel in dieser Verbindung, ne? Das ist das, was wir hier wissen müssen. Und damit entlasse ich euch in eine hoffentlich ruhige, wunderschöne, gute Nacht. Und ich wünsche euch morgen einen guten Start in den Tag. Und ich sage liebste Grüße, bis morgen, macht's gut, eure Toni.